Hallo und willkommen zurück zu Obscure. Ja, wir spielen wieder Shannon und was ich weiß ich doch nicht. Den Namen kann ich mir immer noch nicht merken. Und einer von den beiden Typen halt Josh, Stan, Josh. Ich glaube Josh. Und ja, jetzt war ich mit ihr gerade oben am Schloss mit der Informantin hier, die ja ziemlich gut ist anscheinend. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann werde ich Shannon nehmen, weil wenn ich Shannon nehme und Leertaste und ihre besondere Fähigkeit einsetzt, dann weiß ich nicht, wie das mit dem Heilen, warum dann Heilen gesagt wird. Jedenfalls kann sie einem Tipps geben. Und sie meinte dann oben beim Schloss, wie wäre es denn mit Säure? Und ich erinnere mich, dass hier in diesem Raum doch irgendwie Säure war. Ich hoffe es jedenfalls. Und jetzt schauen wir uns mal Das ist um. Schwefelsäure. Ich passe besser auf. Ja, aber können wir die nicht jetzt nehmen? Eine Flasche mit Säure, das können wir nicht tragen. Warum nicht? Die brauchen wir doch jetzt aber. Können wir da die Pappbecher für nehmen oder werden die jetzt dann klein gemacht? Schnell, der Becher ist Ah! gleich weg. Was? Ja, nimm den nächsten. Nimm den nächsten Becher. Wir haben noch mehr. Ja, und? Wenn wir uns jetzt beeilen? Geht das? Wir haben jetzt mehrere Pappbecher. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Jetzt müssen wir uns wohl anscheinend beeilen. Also, keine Ahnung, aber ätzen die jetzt nicht weg? So? So, jetzt gehst du hier durch. Schnell, schnell, schnell. Aber warum nicht gleich die Flasche nehmen? Da war, oder, ach nee, das war so ein Kanister. Stimmt. So, und jetzt schnell den Becher. Und? Toll. Was soll ich denn machen? Bleibt da immer so ein Rest drinne oder wie? Ach Mensch, aber wenigstens weiß ich jetzt, was ich tun soll. Ich soll mit der Säure, mit den Bechern. Dafür waren die blöden Becher da. Aber wie mache ich das denn? Oder, also, ich weiß halt gerade nicht, ob das jetzt reichte. Wenn sie sagt schnell, schnell, dann frage ich mich jetzt, war in jedem Becher ein Rest? Und reicht, hat sie diesen Rest jetzt auf die Kette getan, sodass ich, wenn ich jetzt das mit jedem so mache, klappt das dann? Oder klappt das nicht? Haben wir jetzt Unmengen Vorrat an Bechern? Oder so, jetzt nehme ich mal Josh. Also, das können wir nicht tragen. Du hast doch auch Becher, oder nicht? Haben wir keine Becher mehr? Ach, wie blöd. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, wir hätten jetzt noch welche. Ach Mensch, nee, dann müssen wir ja welche holen. Also jeder kann immer drei Becher nehmen. Aber wenn sie sagt, ja, schnell, der Becher ist gleich weg, was soll ich denn dann machen? Was soll ich denn dann tun? Das verstehe ich nicht. Das ist der richtige Raum? Nee, das ist nicht der richtige Raum. Aber hier waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Okay. Ob es hier noch dann was zu tun gibt? Hier gibt es wirklich alles. Ja, irgendwas, was uns vielleicht Hier weiterhilft? gibt's nichts mehr für uns. Ach so. Ja, dann geh mal bitte raus. Also, wir brauchen Becher, aber wenn die mir auch wegätzen, was soll ich machen? Mehr als Bayern kann ich mich doch nicht, oder? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Das war doch die ganz vorderste Tür. Die hier, oder? Ich glaube schon. So, hier sind jetzt nämlich wieder, jetzt sind die hier wieder. Nimm, nimm den Becher, nimm ihn. Hallo? Wie geht das mit ihr? Hallo? Warum nehmt ihr Sehen die wir uns jetzt mal nicht um. mehr? Sehen wir uns mal um. Ja, jetzt nimm den doofen Becher. Verdammt. Das Ding möchte ich nicht unbedingt starten. Was? Das wollte ich nicht. Hallo, warum nimmt jetzt keiner von euch mehr einen Becher? Es hat doch niemand mehr und da blinken die noch. Das heißt ja wohl, dass.
Das heißt doch wohl, dass... Hä? Sehen wir uns mal um. Ich check grad nicht, wieso keiner von denen einen Becher jetzt nimmt. Hallo? Warum nicht? Was soll ich denn machen? Okay, toll, ich kann mit denen keinen Becher mehr nehmen. Check ich jetzt nicht. Was ist das Schloss oben vielleicht genug angerostet, dass ich da jetzt draufschlagen oder draufschießen kann? Ich hoffe es. Also ich will halt keine Muni und nichts verballern. Aber irgendwie weiß ich halt auch nicht, ob das jetzt reichte. Ihre Becher waren irgendwie halt ja auch... Irgendwie müssen wir diese Kette abkriegen. Vielleicht mit Säure? Ja, jetzt sagt sie das von alleine und das haben wir doch schon gemacht. So, jetzt hau mal rein hier. Geh an die Seite, Mädel, sonst kriegst du ein... Ja, geh weg. Geh weg! Ja, das klappt voll gar nicht. Auch nicht. Nee, ich will auch gar nicht weiter schießen. Aber warum nehmen die denn jetzt nicht die Becher mehr? Also, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, als rauszulaufen. Und das mit den anderen nochmal zu versuchen. Es ist nur etwas merkwürdig, weil ich habe ja auch nur sie das jetzt mit dem Becher machen lassen. Also warum sind seine dann jetzt auch weg? Ich rall das nicht. Das überfordert mich hier voll. Ich habe auch bei dem Spiel gar nicht so Point-and-Click-mäßig mitgerechnet. So, jetzt müssen wir mal das Rätsel lösen, bevor wir weiterkommen. Und, ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Okay, ich folge dir. Ihr könnt jetzt mal schön tauschen. Das könnt ihr machen. Ich bin direkt hinter dir. So. Jetzt wieder Waffe geben. So. Okay, ich bin hinter dir. Auf! Na los! Kannst du mal ihm... Hallo? Ach so, ja. Ja, wir haben es langsam hier, ne? So, es braucht immer eine Weile. Okay, gehen wir. So, jetzt habe ich die beiden... Wieder mal. Stan und Ashley. Jetzt werde ich die noch mal gucken lassen, ob die einen Becher nehmen können, weil, ja, ne? Muss ja irgendwie gehen. Wenigstens weiß ich im Moment immer, wo ich hinlaufen soll und gewöhne mich langsam dran an die Räumlichkeiten und so ist ja auch schon mal was. Warum guckt ihr da hin und keiner nimmt's mehr? Das rall ich nicht. Hier sind keine Schlösser mehr. Nee, Schlösser nicht. Aber was anderes, falls du es nicht siehst. Ja, das... Sie hat auch keine mehr. Das verstehe ich einfach nicht. Das jetzt irgend so eine Backscheiße hier? Oder bin ich einfach nur... stehe auf dem Schlauch und soll was ganz anderes jetzt tun. Aber wenn die oben beim Schloss sagen, wir brauchen Säure fürs Schloss, dann ist das für mich so, als wäre noch gar nichts passiert. Und dann müssen wir das ja nochmal versuchen. Und ich ralle auch immer noch nicht, ja, jetzt sind die Becher gleich weg. Oh nein. Aber was hätte ich denn tun können? Außer das versuchen zu füllen und schnell wegzubringen. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich bin gerade so froh gewesen, endlich einen Schritt weiter zu sein, aber so... Ja. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Ja, wisst ihr, ich will keinen Cut machen, aber ich möchte langsam wirklich in die Lösung schauen und
wissen, was jetzt hier gerade falsch läuft. Also, wenn jeder einen scheiß Becher nehmen kann, warum sind die dann auf einmal weg? Warum kann ich auf einmal nichts mehr machen? Warum? Gerade eben war ich wenigstens schon so weit. Ich gehe nochmal in den Raum mit der Säure. Vielleicht komme ich da dann weiter. Welches war denn der jetzt? Der ganz hinten, ne? Der hier. So, das ist der Raum. Das können wir nicht tragen. Nö. Was könnte, hätte ich denn hier machen können? Also, sie haben es ja zumindest schon mal gemacht mit den Pappbechern. Also es sollte schon da reingefüllt werden, aber ich rall das nicht. Ich mache jetzt mal ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ich mache jetzt hier einen Cut, schaue in die Lösung und will jetzt ganz genau wissen, was gemacht werden soll eigentlich und wieso der planmäßige Verlauf eigentlich aussehen soll. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe in die Lösung geschaut und ja, da stand eigentlich auch nur so ein Kram drinne von wegen, ja, Pappbecher holen und man hat 30 Sekunden Zeit irgendwie, um die Säure mit dem Becher nach oben zu bringen, zu der Tür mit dem Schloss, um es darauf zu kippen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich das schaffe. Ich habe einfach jetzt komplett neu geladen gehabt, weil ich glaube, das war jetzt irgendein Bug, dass ich keine Becher mehr nehmen kann. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt geht oder nicht. Ich weiß halt, dass ich jetzt noch welche habe und das ist mir das Wichtigste, dass ich weiß, okay, ich soll mich einfach nur beeilen, also probiere ich das mal eben. Was echt fies ist, weil ich halt das Mikro hier habe und gleich die Taste 1 ganz schnell drücken muss und ja. Cool, mit dem Zeug können wir ein paar schöne Löcher machen. Ja, und du kannst jetzt gerne mal deine Becher hier jetzt nehmen, schnell. So, jetzt aber hopp. Schnell, der Becher verdünnisiert sich. Lauf, 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 lauf. Oh, lauf. Lauf, 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 lauf. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Und jetzt nach unten, nach unten, nach unten laufen, ne? Ja, okay, nach unten. Lauf, 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 lauf. Boah, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hier rein, hier rein, hier rein. Schnell, 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 schnell. So, hoch, hoch, hoch. Hoch, 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 hoch. So, und... Yeah! Ich hab's geschafft. Cool. Ich freue mich. Jetzt können wir da nämlich auch reingehen. Ja, vorher muss ich aber nochmal, oder möchte ich nochmal die Waffe wechseln. Die möchte ich nämlich Ashley geben. Und er soll bitte die andere Muni-Dingens nehmen. Ach, das geht jetzt nicht. Dann spielen wir mit ihr. Und ihm gibst du... Die Waffe, hast du die? Ja, du hast die jetzt. So viel brauchst du ja gar nicht, Mädchen. Soll er die nehmen. Wir haben den Schläger und gehen rein. Ich weiß nicht, was kommt. Bin aber super froh, dass wir weiterkommen. Die Schule geht total vor die Hunde. Ja, das ist echt lächerlich. Ja, echt lächerlich. Ihr seid ja total cool. Also ganz ehrlich, ich würde mir in die Hosen kacken, wenn ich hier in der Schule irgendwie alles kaputt machen müsste und... so eine komischen Geräusche hören würde und nicht wüsste, was hier überhaupt abgeht. Was ist denn hier los, ey? Ich hab doch voll Schiss. Sollte kein Problem für mich sein. Wo sind die denn hin? Ich hab richtig Lust, die zu vermöbeln. Was hat die denn? Die ist immer voll komisch drauf. Mach du mal. Bist du nicht der Schlösserknacker sogar? Ich weiß es gerade schon wieder nicht. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War's das? Habe ich sie erledigt? Boah, ich wollte mit ihr spielen, das ist das Problem. Deswegen, ich schieße nicht so gern, ich möchte lieber schlagen. Mach mal weiter hier erstmal. In der Ecke sind noch mehr Schlösser. Mach mal weiter. Ach so, wir sind schon durch, alles klar. Ja, ich will mit ihr spielen. Ich will direkt mit ihr hier, ne? Dann kann ich nämlich schlagen. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich spiele sie. Was ein bisschen doof war, weil ich habe ja mit ihm die Tür öffnen wollen. So, hier ist irgendwas. Aha. Was ist das? Munition für die Pistole, ja. Du kannst runtergehen. Tschüss. Ja, danke. Tschüss, runter. Hallo. 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 Danke.
Ach so, als... Okay. Kann man da denn rein? Geh da runter, ey. Ich will da überhaupt nicht wissen, was da ist. Und ich will auch gar nicht wissen, was das für Geräusche sind. Schlag du mal lieber schnell die Fenster ein. Das ist viel sicherer. Sollten wir uns echt mal... Oder ich sollte mir es echt mal merken, dass ich am Anfang erstmal die Schlösser... die Fenster einschlagen muss. Wegen dem Sonnenlicht und so. Was ist denn hier? Wo guckt sie hin? Hier. Da. Ein Energy Drink. Yeah. Sehr schön. Esto es el mapa de España, hombre? Nee. Nix, hombre. Ach, man ist immer so angespannt. Kannst du dir nicht die Mappe angucken? In Silent Hill könnte man das jetzt. Lauter schusselige Schüler. Ja, ist denn hier noch was? Kann man da rein? Oder was? Ich probiere das hier gerade just for fun aus. Nö. Dann raus hier. Geht wieder raus. So. Hier sind Telefone, die aber alle kaputt sind. Was sagt unsere Map? Ich weiß gerade gar nicht. Geh mal hier rein. Ich hab Schiss. Ich muss bestimmt gleich die Fenster kaputt machen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Geht da. Was ist hier? Was ist das? Das ist die Tasche von Professor Walden. Aber was hat er mit diesem ganzen Kram nur gemacht? Das sieht wie die Nadel eines Kompasses aus. Oh. Was ist das? Oh, was ist das denn für einer? Oh, alter Junge. Was war das bitte? Was ist mit dem denn los? Keine Verbindung zum Internet möglich. Der Server muss ausgeschaltet sein. Hä? Keine Verbindung, ja, ja. Liegt hier noch mehr rum? Warum dreht sich die Kamera so gruselig? Boah, diese Fledder-Scheiße. Hier gucken die sich die Monster eigentlich mal an. Alter, das war ein ganzer Typ hier, ein Mensch. Und hat der Zombie-Typ gerade gesagt, jetzt kitschelt mal? Oder war das Stan oder was? Also, ganz ehrlich, bekloppt. Aber ich kann die Computer kaputt hauen. Das geht auch. Warum kann ich denn die Computer kaputt hauen? Bringt mir das irgendwas? Bringt mir das irgendwas, dass ich die Computer kaputt machen kann? Ich weiß es nicht. Irgendwie weiß ich nicht warum. Blödmann. Blödmann. Was stehst du da auch im Weg rum? Ist denn noch was in der Tasche? Dann gucke ich jetzt nochmal fix in die Tasche. Weil die guckt da ja immer noch hin. Warum? Ja, verstehe ich nicht. Geh raus jetzt hier. Ist mir zu komisch hier. Genau. Check ich nicht. Ach ja. So. Hier ist ein Loch. Ach nee, von hier kommen wir ja. Stimmt. Ja. Sollte kein Problem für mich sein. Was sollte... Wo sind die hin? Ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Dürfte kein Problem was für mich sein. Was sollte kein Problem für dich sein? Sollte kein Problem für was mich sein. Was denn? Dürfte kein Problem für mich sein. Was denn? Was denn genau? Wie wär's mit dir? Ah, du hilfst uns. Eine funktionierende Taschenlampe könnte nützlich werden. Ja, ich möchte aber wieder mit ihr auf jeden Fall spielen. Ich mag das nicht, dass ich ihn spielen muss dann manchmal und dann kommen Monster. Also man ist ja gezwungen, dann auch schießen zu lernen. Boah, was sind das für Geräusche? So ein Atmen, so ein... Wie eklig. Wenn du dich erfrischen willst, musst du dafür bezahlen. La la la. Ja. Okay. Gut. Ich glaube, da ganz hinten waren wir noch gar nicht. Ich muss da noch mal hinlaufen, weil ich da noch nicht war. Was für ein Albtraum. Oh mein Gott.
Schnell! Schlag! 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 Nein! Die Grütze aus der Birne! Schlag! Oh Gott! Ich glaube, sie ist voll angeschlagen jetzt. Ich nimm schnell was. Nimm was. Oh Gott. Ich will nämlich nicht, dass ihr was passiert, weil sie die Kämpferin ist. Boah, scheiße. Was ist mit den Leuten und warum hat sie da gar nicht richtig gut zugeschlagen? Okay, die nächste links. Ist ein Tür mit Fenster? Ja, okay. Also raufschlagen. Bitte lass jetzt hier nicht auch wieder was drin sein. Eine Disc. Oh, wie gut. Die Lüftung funktioniert. Heiß hier. Das stimmt. Wartet mal bitte kurz. Hallo? Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson. Würden Sie Mr. Friedman ausrichten? Er möchte mich so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute um 18.50 Uhr. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte. Komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Oh nein! Ja, sorry. Ich habe gerade, wo ich kurz rausging, gesagt, dass ich kurz auf die Uhr gucken muss, weil ich nach dem letzten Cut, wo ich in die Lösung geguckt habe, nicht auf die Uhr geguckt habe. Das heißt, der Part ist jetzt nämlich auf jeden Fall hier auch zu Ende. Und als ich gerade wieder ins Spiel gegangen bin, um euch das zu sagen, bin ich hier an den Anrufbeantworter gegangen und habe gemerkt, dass der Aufnahmeknopf noch nicht läuft. Und habe ganz schnell jetzt gerade Aufnahme gedrückt. Ihr habt also nichts verpasst. Gut, dass ich das noch schnell gemacht habe, weil ich habe noch nicht gespeichert und hatte keine Lust, das jetzt alles nochmal zu machen. Also, ja. Ja. Heute? Ja, okay. Kann man sich nochmal anhören. Das sind Friedmans Akten. Wenn ich die alle durchsuchen soll, sitze ich hier für die nächsten Jahrhunderte fest. Ja, ich bin angespannt und würde sagen, wir gucken dann das nächste Mal weiter, wie es ausschaut bei Obscure. Ich bin zumindest weitergekommen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Also bis dann. Tschüss.